Willisau hat ein neues Hotel, Peter und Paul gerade hinter dem Sportrock. Ein wichtiges Gebäude für die ganze Region mit hohem touristischem Wert, das das vorhandene Angebot ideal ergänzt. Der Architekt DG Grüter AG aus Dammensau hat bei der Auswahl der Handwerker, Lieferanten und Firmen besonderen Wert auf Zuverlässigkeit, Qualität und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis gelegt. So sind folgende Unternehmen zum Einsatz gekommen. Bed and Breakfast Hotel bietet 23 Zimmer für insgesamt 60 Gäste. Sie checken ist denkbar einfach, vorbeikommen, am Automat das gewünschte Zimmer belegen, zahlen, fertig. Hinter dem Hotel stehen die drei Initianten Alois Grüter Dammensau, Gastgeberin ist Evelyn Bossert-Meyer vom Mensberg, der Marc Niffeler Zofingen und der Stefan Bucheli von Willisau. Evelyn Bossert-Meyer, Gastgeberin, Betriebsleiterin, wie ist man zu dieser Aufgabe gekommen? Das kommt nicht so ganz von ungefähr. Ich habe vor 13 Jahren zum Beispiel schon ein Bed and Breakfast Hotel mit meiner Freundin aufgemacht. Ich war dort Mitinitiantin, das ist in Luzern. Und habe nachher anschließend auf dem Bürgerstock gearbeitet, bin in London gewesen, habe immer Konferenzen und Bankette organisiert in verschiedensten Hotels, Events, Hochzeiten. Und von Kind auf haben mich einfach Hotels schon fasziniert, wie das funktioniert, die schönen Zimmer, die ganzen Abläufe. Und das Bed and Breakfast, ich reise gerne, ich habe viele Sachen gesehen, Hotels interessieren mich von Grund auf, wie die eingerichtet sind, wie die aussehen und so weiter. Und aus dem Grund bin ich dann eben eigentlich da drin hineingerutscht. Ich habe mir gesagt, im Hinterland möchte ich vielleicht auch mal ein Bed and Breakfast machen. Und so ist dann die Idee irgendwie entstanden und andere haben sie weitergesponnen und sind wieder zu mir zurückgekommen. Also quasi auch fast ein bisschen Initiantin vom Ganzen. Ja, vielleicht habe ich einmal den Samen gesagt. Ja. Aber die Idee ist dann einfach auch durch andere entstanden. Ja. Was ist genau die Aufgabe von einer Gastgeberin, von einer Betriebsleiterin? Also für mich ist es, dass sich der Gast wohlfühlt. Das finde ich ganz wichtig, dass wenn man in ein Haus reinkommt, aber das habe ich selber jetzt auf meiner Reise immer erlebt, dass man sich einfach wie willkommen fühlt, daheim fühlt und natürlich auch die anderen, ganz anderen Sachen sind natürlich hinterher, gute Arbeitsbände schreiben, ein gutes Team haben, alle an einem Strang ziehen, gute Kommunikation haben, dass es stimmig ist, ein harmonisches Umfeld auch für das Team, das arbeitet und das spürt ja nachher auch der Gast. Und das andere ist natürlich wiederum, was für mich wichtig ist, eben, dass Bed & Breakfast hier einbettet in dieser Napfberglandschaft. Ich finde, das hat noch ein riesen Potenzial. Und der Tourismus auch da. Und ja, ein bisschen in die Richtung. In der Tat, die Blumen stehen parat, alles ist schön arrangiert. Gäste können kommen. Bis aber so weit war, hat viel müssen geleistet werden. Sie haben die Idee Wirklichkeit werden, der Marc Niffeler und Alois Grüter zusammen mit dem Stefan Bucheli. Wie es dazu gekommen ist? Marc Niffeler, Verwaltungsratspräsident von der B&B Willisau AG. Das sind ein Gremium. Wie habt ihr euch gefunden für diese Idee? Wir haben uns gefunden, dadurch, dass die Alku Fenstertechnik AG mit der IGD Grüter
sehr eng zusammenarbeiten. Privat haben wir miteinander eine sehr schöne Freundschaft aufbauen. In diesem Zusammenhang haben wir den Stefan Buchli kennengelernt, der mit dem Alois Grüter auch im Militär war. Und dort sich auch eine riesige Freundschaft ergeben hat. Durch das ist er unser Dritter im Bund geworden. Und der Alois Grüter hat uns zwei angefragt, ob wir in diesem Projekt mitmachen wollen. Wir haben sicher nach einigen schlaflosen Nächten, wie das der Stefan schon gesagt hat in seiner Rede, haben wir noch einen am Alois Grüter zugesagt, dass wir in diesem Projekt mitmachen. Und so sind wir dann am 24. November 2014 die Firma gründen in Sursi. Das falsche Team vom Vertrauen untereinander haben das gemacht. Alois Grüter, ein Hotel für Willisau, braucht es das überhaupt? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Wir sind auf Willisau gekommen, weil genau Willisau das eben braucht. Einerseits haben wir eine schöne Lage dort im Nord vom Zentrum in Willisau. Und wenn man ringsherum schaut, haben wir ein riesiges Einzugsgebiet. Wir haben die schöne Napfwelt, wir haben den Menzberg mit seinem Tourismus, wir haben einen Haufen Gewerbe und Industrie in der Region. Wir sind sehr zentral für das ganze Hinterland hier. Und mir ist nicht manches Hotel oder so bekannt, das in dieser Größe, in diesem Ambiente eigentlich da ist. Also wir versuchen einerseits den Tourismus hier zu beherbergen, der hier ist und noch mehr auch aufgebaut werden. Und gleichzeitig aber auch die Unternehmungen, die verzweifelt nach Übernachtungsmöglichkeiten suchen, die in der Region scheinbar wirklich gefährlich. Also wir haben am heutigen Tag dürfen auch wieder Bestätigung erfahren, dass doch viele Leute sagen, mal die Wirtschaft, der Tourismus und aber auch die ganze Gastronomie, die uns hier braucht, dass wir ein ergänzendes Produkt darstellen. Stefan Buchli, Alois Grüter hat schon gesagt, ihr kennt euch ja quasi schon seit ewigen Zeiten, gute Kollegen. Das ist richtig, wir haben miteinander Dienstzeit verbracht, haben einander täglich können und von dort aus haben wir eine sehr, sehr gute Kameradschaft, schon sehr, sehr lange. Was für eine Rolle spielt das Vertrauen beim Geschäften? Sehr grosse, also wenn du miteinander wenn du kannst vertrauen miteinander und auf das aufbauen, ist das sehr etwas Interessantes, eine Basis, um miteinander einen gemeinsamen Weg zu gehen. Das ist für mich eine sehr wichtige Kameradschaft. Von dort her ist für mich die Zusammenarbeit, beispielsweise jetzt mit dem Alois Grüter, sehr wichtig. Wir haben miteinander immer eine gute Kameradschaft gehabt, also Basis für jeden Zusammenarbeiten. Wir haben ja einige Sitzungen gehabt, bis das hier gestanden ist. Wie sind denn bei der Konzeption vorgegangen? Wir hätten ja ein sehr teures Hotel machen oder eher eine Jugendherberge. Wie sind ihr so zu dem Mittelweg zu 3 Sternen gekommen? Also wichtig im ganzen Konzept war Evelyn Bosser, unsere Betriebsleiterin. Die hat sehr grosse Erfahrung mit eingebracht. Und der Weg zum Ziel war eigentlich sehr schnell klar, dass wir so ein bisschen im Mittelbereich etwas machen wollen. Nicht zu hoch, nicht ganz tief, etwas passend zu Willisau. Und ich denke, das ist uns sehr gut gelungen jetzt heute. Ein wesentlicher Anteil zum Wohlfühlfaktor beigesteuert hat der Innenarchitekt. Claudio Giger, Innenarchitekt von der IGD Grüter von Damensäulen. Wie sind Sie da vorgegangen bei der Ausgestaltung? Ja, das Ziel war eigentlich, dass wir, wie es der Name schon sagt, Peter auch Paul, das ist etwas aus der Region, Willisau. Und da wollte man hier nicht irgendetwas Modernes reinbringen, sondern es soll auch in die Landschaft hineinpassen. Und die Idee eigentlich hinter der ganzen Gestaltung ist, dass wir ein bisschen natürliche Produkte aus der Region, also ein bisschen Altholz, ein bisschen Stein, in das Hotel reinbringen können. Und eigentlich ein Mix zwischen ein bisschen modern und gleich auch noch mit dem natürlichen, rustikalen, eine schöne Gestaltung kann daraus machen. Ihr habt ein wunderschönes Flair können zaubern mit dem Holz. Ist das Altholz oder sieht das nur so alt aus? Nein, es ist wirklich Altholz. Also wenn man hier das Stübli anschaut, das ist aus einem Objekt raus, das man abgebaut hat, auf die Seite hier hat und dann eigentlich für das Objekt hier wieder reingebaut. Also das ist eigentlich altes Holz, das man nachher gebraucht hat, das man aufgefrischt hat, das man angepasst auf das Objekt hat und eigentlich so wiederverwendet haben. Gut,
Gast stellt auch Anforderungen nach Komfort, nach modern. Wie sind ihr da vorgegangen? Ja, wir haben sicher in den Zimmern geschaut, dass wir auch im heutigen Standard entsprechen können. Also dort haben wir nicht altes Holz eingebaut, sondern dort haben wir robuste Materialien genommen, die auch für Hotelzimmer entsprechend eingesetzt werden können. Und von der Gestaltung her hat man gleich probiert, ein bisschen im Rustikalen zu bleiben, aber ein Mix mit dem Modernen, dass es dort wirklich ein schönes Ambiente gibt, wo man sich auch wohlfühlen kann, wo man auch gerne schlafen kann. Das Peter und Paul ist ein Bed and Breakfast Hotel. Was man sich darunter vorzustellen hat, Gastgeberin Evelyn Bossert-Meyer erklärt es. Also, das Bed and Breakfast funktioniert für mich so, wir bieten Zimmer mit Frühstück an. Wissen wir auch, wir bieten auch alle Zimmer ohne Frühstück an. Kann ja mal sein, dass jemand am Morgen um 5 Uhr oder um 4 Uhr abreisen will. Und sonst sind wir natürlich auch flexibel, um dort etwas bereitzustellen. Auf der anderen Seite, eben, wir können ja Bed and Breakfast auch, dass man zu jemandem heimgeht. Die Person ist vielleicht gerade am Einkaufen, ist nicht um, man kann nicht ins Zimmer rein. Und das ist bei uns auch so, wir sind natürlich nicht immer da. Das heisst, wir machen das Frühstück, wir sind ab der 17:30 da, um 7 Uhr gibt es Frühstück bis etwa um 11 Uhr, je nachdem, wie lange wir brauchen, dass alle Zimmer fertig sind. Und am Abend, weil wir eben Gastgeber sein wollen, sind wir von 5 Uhr bis 8 Uhr wieder da, weil wir aus meinem Erfahrungsgefühl, so ist das eigentlich dann, die meisten Gäste anreisen. Und zu der anderen Zeit haben wir uns jetzt eben, darum so ein bisschen traditionell und modern, haben wir uns entschlossen, einen Check-in-Automat vor dem Haus so überdacht anzubieten. Das heisst, man kann dort zu jeder Zeit einchecken. Entweder hat man schon eine Reservation und gibt seine Reservationsnummer und den Namen ein, oder man kann direkt an diesem Automat ein Zimmer buchen für die heutige Nacht. Das sind so die beiden Varianten. Es ist so, wir zahlen natürlich dann das Zimmer gerade vor Ort. Das ist mit Six Payment, ist das verlinkt. Da zahlt man mit Postcard, Mastercard, Visitenkarte und so weiter. Und wir kommen dann, ich jetzt zum Beispiel, bekomme ein E-Mail über und weiss dann auch, dass der Gast eingecheckt hat und dass ich mein Frühstück einplanen muss. Super, ganz praktisch. Wie viele Gäste können denn kommen? Wie viele Zimmer haben wir? Also wir haben 23 Zimmer in verschiedenen Zimmerkategorien. Da sind wir jetzt gerade in einem Einzimmerstudio mit Kochnischen für 3 Erwachsene oder 2 Erwachsene mit 2 Kindern. Und wir haben aber auch 6 Bettzimmer, wir haben 4 Bettzimmer. Total haben wir 60 Betten. 60 Betten zur Verfügung. Evelyn Bossert-Meyer sagt es, das Kommen, das Gehen und das Zahlen, alles ist ganz einfach und effizient organisiert. Das macht das Übernachten im neuen Willisauer Hotel angenehm und zudem preiswert. Was für einen Standard bietet ihr an? Mit was für Preisen muss man da rechnen? Also wir haben uns jetzt auch beim Innenausbau und bei der ganzen Architektur haben wir uns am 3-Sterne-Bereich orientiert. Ich würde aber sagen, wir haben auch ein bisschen Mut zur Lücke da reingebracht. Das sind alle Sachen, die wir unserem Bedürfnis vom Gast anpassen. Das heisst, wir haben jetzt zum Beispiel ein Einzelzimmer, sind wir bei 105 Franken pro Nacht mit Frühstück. Bei einem Doppelzimmer sind wir bei 150, 160 Franken fürs Zimmer. Das sind dann 75, 80 Franken pro Person. Immer alle Zimmer haben, es ist ein Neubau, wir haben alles mit Dusche, WC. Was wichtig ist, auch zu wissen, wir haben eine Tiefgarage, bieten Parkplätze an. Die Tiefgarage haben wir etwa 12 Plätze. Dann wir haben das Wi-Fi, das kostenlos ist. Kaffee, Tee kann man immer in unserem schönen Frühstücksraum und mit dieser Wohlfühlstube sind immer kostenlos erhältlich. Wir machen eigentlich so ein bisschen ein Gesamtpaket, das wir anbieten. Für Behinderte, zum Beispiel nicht mehr gut laufen können? Das ist ein ganz gutes Stichwort. Wir können uns wirklich und werden uns positionieren als barrierefreies Bed and Breakfast Hotel. Man kann unten reinkommen vom Parkhaus, vom Parkplatz her kann man wirklich alles barrierefrei mit dem Lift ins Zimmer. Wir haben ein Einfall, also wirklich rollstuhlgerechtes Zimmer. Alle Zimmer haben flache Duschen, also man muss nie eine Treppe oder irgendetwas nehmen. Also wir sind wirklich ein barrierefreies Hotel, weil wir auch auf einem Stockwerk sind. Der Besuch von Peter und Paul in Willisau ist dank weitsichtiger Planung also für alle möglich. Wie der Hotelbetrieb der unter Falllast abläuft
der Tag der offenen Tür für das Personal einen ersten Testlauf. Doch an was für Gäste möchte man gelangen? Dazu der Stefan Bucheli. Willisau, es gibt ja verschiedene Anlässe, Jazzfestival, es gibt Burgerrein. Welche Leute sprechen die denn genau an? Eigentlich alle Schichten grundsätzlich. Also wichtig ist, dass sich der Kunde bei uns wohlfühlt im Hotel B&B Willisau. Peter und Paul. Natürlich gibt es Events in Willisau, wie das Jazzfestival oder auch Christkindlmarkt beispielsweise, wo wir hoffen, dass viele Leute kommen. Aber unter einem Jahr, wenn die Aktivitäten nicht sind, werden wir natürlich auch Geschäftsleute ansprechen, die von den umliegenden Unternehmen kommen. Wie muss man sich das vorstellen, Geschäftsleute? Wieso sollten die hierher kommen? Weil sie einfach und unkompliziert einchecken können. Einerseits spontan und dafür beim Check-in, Self-Check-in-Automat oder beispielsweise über das Internet. 10 Minuten später, wenn sie eingecheckt haben, haben sie ihre Zimmerkarte beispielsweise. Und sie können schlafen, können sich ausruhen und am Morgen kommen sie das Morgenessen über und können dann nachher wieder weitergehen. Wer sprechen ihr da genau an? Also zum Beispiel Geschäftsleute. Wieso gerade da? Ich habe das Gefühl, wenn die Leute hierher kommen, die Geschäftsleute, die wir auch gerne wollen, unter einem Jahr, dann fühlen die sich wohl. Wir haben WLAN im ganzen Haus. Also man kann ohne gross irgendwie die Zahlen sich ins Internet, ins WLAN einloggen und sie können ihre Notebook in Betrieb nehmen. Wir haben tolle Zimmer, wo sie sich entfalten können. Sie können nachher ihre Rapporte, ihre Arbeit nachher noch machen und können am Morgen einfach wieder arbeiten. Das ist ein Konzept bei uns unter einem Jahr. Bed and Breakfast heisst ja eigentlich, es gibt ein Morgen. Wie sieht es sonst mit der Bewirtung aus? Eben zum Beispiel gerade so bei einem Seminar mit Geschäftsleuten. Das ist eine gute Frage, die du jetzt stellst. Ich als Willisauer bin das oft gefragt worden. Hier oben, wenn jemand eincheckt und um 10 Uhr nachts niemand da ist, kann er nicht mehr beziehen. Wir haben zwar einen Getränkeautomat, aber wenn du jetzt ein Feuer oben Bier nehmen willst, dann gehst du in den Sportrock runter, trinkst du dann noch eins, vielleicht lernst du noch den einen oder anderen Willisauer kennen und dann gehst du ins Zimmer und nachher. Also Getränkausgabe, tun wir mit dem Sportrock zusammenarbeiten. Das ist eine sehr schöne Win-Win-Situation. Und Zusammenarbeit bringt noch weitere Vorteile für beide, den Sportrock kann auch noch anders bieten, wie der Alois Grüter weiss. Also wir versuchen mit dem B&B Hotel eigentlich da wirklich ein ergänzendes Produkt zu darstellen. Wir haben in erster Linie heute realisiert, dass wir die Zimmer alles hier betriebsbereit haben für das Zielpublikum. Aber wenn wir gleichzeitig auch dran sind, ist das Konzept noch auszuarbeiten, wie man die Tagungsräume zur Verfügung stellen könnte. Dazu bietet sich der untere Stock auch an. Wir wollen aber gleichzeitig für die Leute, die hier im Hotel sind, auch noch anbieten, dass sie können im Nachbargebäude, wo trockenen Fusses, kann man wellnessen, man kann fitnessen, man kann eins trinken am Feuer oben, man kann sich unterhalten lassen und kann nachher wirklich ohne Gefahr und ohne irgendwelche Bedenken wie den trockenen Fusses über die Tiefgarage hier rüber schlafen. Und das ist sehr wichtig. Der Gast will heute Unterhaltung. Er muss vielleicht hier arbeiten, er ist vielleicht im Tourismus hier, hat aber die Möglichkeit, mit dem Synergien vom Sportrock Café eigentlich hier wirklich ein umrundetes Angebot zu erleben in diesem Hotel. Gleichzeitig haben wir ein bisschen als Aufhänger auch den Napf gebraucht. Oder? Den haben wir nicht missbraucht, sondern wir haben ihn gebraucht. Wir haben hier in unserem Zimmer überall einen Ausschnitt aus dem ganzen Napf-Panorama präsentiert, auf die Wände gemalt, dass die Leute hautnah erleben, wie schön dass das Hinterland hier ist mit seinen wirklich schönen Ausflugszielen, wo man in jedem Zimmer einen Teil davon geniessen kann. Zimmer im wahrsten Sinn des Wortes herzlich gestaltet. Und am Herzen liegt der Gastgeberin Evelyn Bossert-Meyer besonders auch. Das ist mir noch wichtig. Ich finde das Frühstücksbuffet schön, wo man verschiedene Sachen selber auswählen kann. Verschiedene Müsli. Wir haben eine sehr tolle Kaffeemaschine, wo es einen Latte Macchiato gibt. Ich habe zum Beispiel sehr gerne Kaffee. Das sind auch so ein bisschen Sachen, die mir wichtig sind, die hier integriert worden sind. Wir werden hier Eierspeisen haben. Wir haben vereinzelte, auserwählte, regionale Produkte, die wir anbieten, die sind auch ein bisschen, die können variieren, je nachdem, was so ein bisschen die Gastgeber, der dann gerade vor Ort ist, zum Beispiel speziell gut findet.
bis man dann am Tag der offenen Tür das Apéro, Gebäck und das Blümchen auf den Tisch stellen konnte, hat es einiges an Vorbereitungen gebraucht. Mehr dazu weiss der Stefan Bucheli. Es ist eine riesen Arbeit, bis das hier so gestanden ist. Wie viele Sitzungen hatten wir, bis wir hier fertig waren? Insgesamt 13 Sitzungen, das weiss ich sehr genau. Ich war der Schreiberling, ich durfte die Protokoll verfassen. Es sind 13 Sitzungen, weitere 2-3 Sitzungen sind angesagt, wo wir jetzt natürlich auch von den Finanzen reden müssen und vom Businessplan abändern und erweitern. Aber es sind 13 Sitzungen bis zum heutigen Standpunkt gemacht worden. Sehr interessante Sitzungen. An der Wiedermatt 8 in Willisau herrscht Aufwärtsstimmung. Das ist aber allen bewusst, um schwarze Zahlen zu schreiben, braucht seine Zeit. Da braucht es sicher gute und schöne Anlaufzeit. Also wir werden hier mit 1,5 bis 2 Jahren rechnen, dass wir hier wirklich einen Erfolg sehen, hier in dem B&B Willisau Breakfast Hotel. Wie tun das vermarkten? Wie kommt man zu euch? Wie kann man hier von dem Angebot erfahren? Also einerseits versuchen wir natürlich aus unserem Netzwerk, wo wir durch unsere 3 Unternehmungen und unsere private Situierung, wo wir hier in der Region eigentlich wirklich heimisch sind, brauchen wir das Netzwerk natürlich ins Spiel zu bringen. Gleichzeitig sind wir mit Unternehmungen in Kontakt, wir sind in Tourismusvereinen hier in Kontakt, haben auch alle dürfen hier heute begrüßen, was sehr schön ist. Und ich glaube, mit diesem Netzwerk ist der Grundstein für den Erfolg einmal gelegt. Und wir haben natürlich mit einem guten Service, mit einem wirklich schönen Ambiente und mit einem guten Produkt hier natürlich dann Reklame machen, sodass es wirklich ein riesen Erfolg kann werden kann. Ja. Also mir ist es einfach ein Anliegen. Die meisten wissen, in der Bauwelt ist man unkompliziert. Ich durfte hier zwei Partner finden und eine Gastgeberin, die ich äußerst freundlich und lieb und wirklich angenehm zusammenarbeiten darf, wo wir hier ein Team sind. Und ich freue mich, mit diesen Partnern hier eigentlich wirklich das herausforderungsvolle Projekt wirklich hier realisieren und mit dem Herz rausgehen und das mit Herzblut führen. Gut, ich kann diesen Wort nicht mehr viel anschliessen oder nicht mehr viel dazu sagen. Es ist effektiv wichtig, dass unser Team gut funktioniert. Nach aussen, das hat man heute gemerkt, dass glaub, die Botschaft übergekommen ist und dass wir auch in Zukunft in unserem Verwaltungsrat neben der Geschäftsführerin gegenüber aussen nur positiv sind und nicht interne Querelen bekommen, weil sonst kann ein Projekt sehr schnell scheitern. Und das wollen wir nicht, weil wir haben doch Geld hier investiert und hoffen, dass alle in Zukunft hier ins B&B Willisau gehen, eine Übernachtung erleben und nachher ihr Urteil arbeiten und sagen, super, gehen wir mal hier hin. Das ist wunderschön, das kann ich nur empfehlen. Nachdem wir das Band durchschnitten haben, bitte ich Sie, uns ins Hotel zu folgen. Soweit die Reportage von der offiziellen Einweihung vom Bed & Breakfast Hotel Peter und Paul an der Wiedermatt 8 in Willisau, wo am Montag seine Tür für die ersten Gäste öffnet. Die Leitung und das Personal heissen Sie recht herzlich willkommen. Folgende Firmen, die an diesem Bau mitwirken durften, haben Ihnen diesen Film präsentiert.